Wir besuchen heute die Landwirtin Johanna Machner-Pichler im steirischen Ausseerland. Sie zeigt uns ihren Wald und speziell den Waldrand. Dort setzt sie einige Maßnahmen, die gut sind für die Artenvielfalt und gleichzeitig auch den Wald vor dem Klimawandel schützen. Hallo, servus. Ja, hallo Johanna. Schön, dass wir bei dir heute zu Gast sein dürfen. Servus. Ja, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Und du hast ja schon einiges da vorbereitet. Was ist denn das? Ja, wir haben einiges an Jungbüschen und Jungbäumen vorbereitet, die wir dann gemeinsam am Waldrand und im Wald in den Boden bringen werden. Super. Du, aber jetzt am Anfang würde mich noch interessieren, wie bist du zu dem Thema Wald eigentlich gekommen? Warum interessiert dich das so und warum bist du da so engagiert? Ich bin eigentlich im Wald aufgewachsen. Mit dem Papa in der Kindheit Schwammerl suchen gegangen, mit der Mama Beeren sammeln gegangen. Und ich habe als Kind den Wald immer als was sehr Behütendes erlebt. Also wenn man so denkt, diese kleinkindlichen Sorgen, die man hat oder Ängste. Immer wenn ich in den Wald reingegangen bin, habe ich mich geborgen aufgenommen gefühlt und so das Gefühl gehabt, der Wald nimmt mir das alles an und ich bin zur Ruhe gekommen. Und dieses Gefühl hat eigentlich mein ganzes Leben nicht nachgelassen. Der Wald ist jetzt für mich selber ein ganz starker Verbündeter, was sehr Freundschaftliches, wo ich immer wieder gern hege, leidenschaftlich gern drin arbeite. Und so ist diese enge Verbindung eigentlich zum Wald, das hat mich durch mein ganzes Leben begleitet. Wunderschön, das heißt also der Wald als etwas, was einen wieder stärkt und sozusagen die Sorgen nimmt. Was sind das für Dinge, die du da am Waldrand und im Wald speziell jetzt machst? Unser Vorhaben und die Aufgabe, die wir uns selber gestellt haben, ist, dass wir bei unserem Eigenbestandswald einen aktiven Waldsaum wieder aufbauen. Es ist oft bei landwirtschaftlichen Flächen so, die gemäht werden, dass die Wiese aufhört und gleich daneben die hochstämmigen Bäume stängern. Und das ist eigentlich kein natürliches Gefüge. Und wir finden es wichtig, dass man da in Form von Büschen oder Verbengeshecken und verschiedensten Maßnahmen diesen natürlichen Übergang vom Wald zum Grünland wieder schaffen können und somit einfach auch einen Beitrag zur Biodiversität wieder leisten können und zusätzlichen Lebensraum für Kleinstlebewesen, Kleinlebewesen und Vögel bieten können. Take your time with you when you go. Keep the wind at your back when you're on your way back home. May the clover rise to meet you. Die Jungbüsche braucht man am Waldrand, die Jungbäume eher im Wald des Inneren, weil wir da dann daran arbeiten, dass wir einen Mischwald aufbauen. Und von den Sorten her habe ich ausgesucht Büsche und Bäume, die in unsere Gegend passen. Das ist nämlich wichtig, dass einfach auch die Standorte angepasst sind. Da haben wir zum Beispiel die Vogelkirsche, die Eberesche, den roten Hartriegel, den gemeinen Schneeball und die Rotbuche, was eben sehr, sehr günstig und verträglich für ein Mischwaldgefüge ist und sich gut zum Aufbau von einem Waldsaum eignet. Super, gemeinsam ein bisschen was pflanzen und ja, dann kann der Waldsaum schon entstehen. Warum genau machst du das oder wo willst du da hin mit dieser Aktion? Ich habe zuerst kurz erwähnt, dass also oft der Fall ist, dass die Mähwiesen direkt an den hochstämmigen Wald angrenzen und somit dieser fließende Übergang nicht mehr da ist.
aufgebauter Waldsaum, wie man ihn auch nennt, sorgt dafür, dass zum Beispiel starke Stürme, der Wind, nicht ungehindert in den Wald eindringt und somit wird einfach auch die Gefahr von Bruchholz vermindert, weil einfach die Geschwindigkeit vom Wind durch die Biegsamkeit dieser Strauchgehölze einfach abgefedert wird. Mhm. Und das Zweite, was ganz, ganz wichtig ist, ist die Feuchtigkeit innerhalb von Wald. Also direkter Übergang in den hochstämmigen Wald erhöht man das Risiko, dass der Waldboden austrocknet. Und ein guter, funktionaler und gut durchfeuchteter Waldboden ist eine der Grundvoraussetzungen für die Waldgesundheit und das ganze Ökosystem Wald. Die Entwicklung von der Benjeshecke soll eigentlich so sein, mhm, dass aus diesem künstlich aufgeschichteten Totholzhaufen, den wir da jetzt haben, durch diese Samen im Laufe der Jahre eine dynamische, selbst wachsende, natürliche Hecke wird. Durch diese längliche Schichtung, die das hat, und die Begrenzung auf der Seiten, liegt es relativ dicht aneinander, mhm, und bietet durch diesen Aufbau Unterschlupfmöglichkeiten für Kleinsäuger, für Kleinlebewesen, für Insekten und lockt durch den Aufbau, so wie sie gemacht ist, auch Vögel an, die dann aufsitzen und dort da abkoten und durch den Kot wieder neue Samen in, mhm, diese Benjeshecken einbringen. Wunderschön, ich kann es mir jetzt schon vorstellen. Aber jetzt bauen wir es ja gemeinsam noch fertig, oder? Genau, und da brauchen wir jetzt noch ein bisschen Material, mhm, und am besten gehen wir auch mal da rein. Mhm. Ah, da sehe ich, glaube ich, schon ein paar. Damit der Wald wirtschaftlich nutzbar bleibt, und das hat natürlich in der Land- und Forstwirtschaft eine Bedeutung, gilt es immer abzuwägen, wo sich die Silberschritte und die Naturverjüngung und auch die Beerntung von Wald gehört da als Maßnahme unbedingt dazu. Und was versteht man unter Naturverjüngung? Was bedeutet das? Bei der Naturverjüngung ist es so, der Wald und eigentlich die ganze Pflanzenwelt tendiert immer dazu, sich selbst neu wieder aufzubauen. Wir als Landwirte und Forstwirte haben die Möglichkeit, das auch positiv zu beeinflussen, indem wir zum Beispiel in Jungwald die Möglichkeit geben, aufzuwachsen, indem wir gute Lichtverhältnisse schaffen, indem wir zum Beispiel an den richtigen Stellen Stämme entnehmen, um diesen Jungbäumen die Möglichkeit zu geben, für selber sich zu vollen neuen Stämmen und Bäumen zu entwickeln. Es geht da um Stammentnahmen in der Anzahl, ja, zwischen 5 und 10 oder auch größer, wenn man das möchte. Das heißt, es werden zum Beispiel 10 Bäume gefällt, die, mhm, wir vorher aussuchen. Ja. Und nach diesem Fällen wird eben sofort eine Maßnahme gesetzt oder mehrere Schritte gesetzt, um dem Wald die Möglichkeit zu geben, sich wieder aufzubauen. Und durch das, dass das beim Fehlschlag eher kleinräumig ist, kommt der Wald nicht in diesen Stress, viele offene Stellen gleichzeitig zu haben, sondern es geht ihm Schritt für Schritt. Und hast du da eine spezielle Methode, nach der du die Bäume dann auswählst, die rauskommen sollen? Uns ist immer ganz wichtig, dass die alten, schönen Bäume stehen bleiben, die in einem stabilen, guten Gesundheitszustand darstellen. Die alten Bäume sind die Seelen der Wälder. Und da schauen wir eben immer im Umfeld, dass wir schauen, welche Stämme können entnommen werden, damit einfach dieses grundsätzliche Waldgefüge und die Stabilität des Waldes trotzdem bleibt. Mhm.
Und welche konkreten Dinge machst du dann im Vorfeld, damit diese Naturverjüngung geschehen kann? Das erste ist einmal eine große Aufmerksamkeit auf die aufkommenden Jungbäume. Also Laubbäume, Junge, sind zum Beispiel bei den Rindern, die wir am Bauernhof haben, also höchst beliebte Snacks, die da weggekupft werden. Ja. Und da tut es natürlich auch zu schauen, dass das nicht passiert. Und auch schauen, dass die Tanne zum Beispiel, so Nadelgehölze, auch vor dem Wildverbiss geschützt werden. Und wie machst du das? Wir haben da lang passende Möglichkeiten gesucht und sind schlussendlich bei der unbehandelten Schafwolle gelandet. Die Schafwolle ist fürs Wild einfach unangenehm zum Kauen, ja, und sie lassen dann den Baum in Ruhe. Es gibt auch andere Möglichkeiten, nur wollten wir es möglichst naturgetreu und ohne Plastik haben. Und deswegen ist unser Mittel der Wahl die Schafwolle, die einfach um diese Jungbäume dann herumgewickelt wird. Muss man einfach regelmäßig kontrollieren und dann einfach auch wieder nachbesetzen. Aber das funktioniert ganz gut. Du, Thema Klimawandel ist natürlich in aller Munde und etwas, was voranschreitet. Wie beobachtest du das in deinem Wald? Das steirische Salz kann man gut mit den Ausläufern da eben aussehen, ins Hinterberger Tal, ist historisch geprägt von einer sehr starken Waldwirtschaft. Ja. Wir haben den Salzabbau im Ausseerland gehabt und zu früheren Zeiten hat man für diesen Betrieb dieser Salz-Sudpfannen Unmengen an Brennholz braucht. Deswegen ist im Laufe dieser Zeit die Fichte da sehr stark etabliert worden. Und es haben sich aber natürlich dadurch ja, fast Monokulturen außergebildet, ja, und die Fichte dominiert den jetzigen Waldbestand in unserer Gegend sehr stark. In Verbindung mit dem Klimawandel ist es aber so, dass die Fichte leider Gottes nicht sehr hitze- und trockenheitsresistent ist und tatsächlich Probleme kriegt. Ja. Ja. Sie ist auch sehr gefährdet, was jetzt den Befall von Borkenkäfer zum Beispiel betrifft. Das heißt, ich habe natürlich durch diese hohen Fichtenbestände auch wirklich ein Riesenproblem. Ja. Und darum ist da der Aufbau von einem Mischwald, weil der Mischwald ist der natürliche Wald eigentlich und natürlicher Wald ist oft und meistens der gesunde Wald. Deswegen muss da meiner Ansicht nach der Aufbau von einem gesunden Mischwald wirklich eine Priorität haben. Nicht? Und was natürlich das Wünschenswerteste zu sehen wäre, dass einfach auch in diesem Ökosystem Wald, so wie es wir jetzt betreuen, sich einfach ein vielfältiges, reiches Leben entwickelt hat. Und wenn du da an ein konkretes Bild denkst, also wie schaut das aus vom Wald jetzt? Sehr grün, bunt durchmischt und eigentlich ist mehr so eine akustische Szenerie, die ich da jetzt nicht vor Augen, sondern vor Ohren habe. Einfach was summt, wo du einfach einen Vogelgesang drauf hörst, also die Fülle eigentlich. Vorm Auge, in der Farbe, von der Unterschiedlichkeit, von der Biodiversität her und einfach auch diese Geräusche, diese typischen Waldgeräusche, was mich dann im Endeffekt wieder an meine eigene Kindheit und das Erleben im Wald erinnert. You reap what you sow. I know, I know. The garden's overgrown. I know, I know. The light's hanging low.